Der Prolog von Ovid vom 17. August. Gedenken. Der heilige Märtyrer Miron der Presbyter. Miron war ein Priester in der Stadt Achaia. Er war von reicher und angesehener Herkunft und von Natur aus freundlich und sanftmütig. Er liebte Gott und die Menschen. Unter der Herrschaft des Kaisers Decius und dem Fest der Geburt Christi drangen Heiden in die Kirche ein, zogen Myros aus dem Gottesdienst und unterwarfen ihn der Tortur. Während der Tortur im Feuer erschienen ihm ein Engel und ermutigte ihn. Danach begannen sie, von Kopf bis Fuß seine Haut in Streifen zu schneiden. Der Märtyrer nahm solch einen Streifen und schlug damit den Folterer, den Richter, ins Gesicht. Der Folterrichter Antipater zog wie besessen sein Schwert und tötete sich damit. Schließlich brachten sie Miron in die Stadt Kisikos und töteten ihn dort im Jahr 250 mit dem Schwert. Der heilige Märtyrer Patroklos war ein Bewohner der Stadt Trichasia, des heutigen Troyes in Frankreich, Gallien. Er erbte von seinen Eltern großen Reichtum und vollbrachte damit als wahrer Christ täglich Werke der Barmherzigkeit. Für die weniger Glücklichen, während er selbst ein asketisches Leben führte und nur einmal am Tag nach Sonnenuntergang Nahrung zu sich nahm. Wegen der Heiligkeit seines Lebens gewährte ihm der Herr die Kraft der Heilung und er war überall als Wundertäter bekannt. Kaiser Aurelian, der in Gallien eintraf, befahl, Patroklos zu ihm zu bringen. Der heilige Patroklos verkündete vor dem Kaiser seinen Glauben an Christus und verbarg nichts. O Kaiser, wenn du etwas von meinem Besitz wünschst, so will ich es dir geben, denn ich sehe dich als Armen, sagte der heilige Patroklos zum Kaiser. Darauf erwiderte der Kaiser, wie kannst du mich Kaiser arm nennen, der unzählige Reichtümer besitzt? Darauf sagte der heilige Patroklos, du hast nur vergängliche irdische Schätze, doch du bist arm, denn du bist nicht im Besitz deiner selbst, noch besitzt du den Glauben an Christus in deinem Herzen. Er wurde zum Tode verurteilt und den Soldaten übergeben, dass sie ihn in einen Sumpf bei einem Fluss brächten, ihn dort töteten und seinen Körper im Sumpf ließen. Doch der heilige Gottes betete zu Gott, dass sein Leib nicht im Sumpf bleiben möge, und durch die Kraft Gottes wurde er plötzlich den Soldaten unsichtbar und wurde auf die andere Seite des Flusses versetzt. Nach einer langen Suche fanden ihn die Soldaten und töteten ihn an einem trockenen Ort. Zwei Bettler, denen Patroklos als oft Almosen gegeben hatte, kamen diese Straße entlang, erkannten den Leib ihres Wohltäters und begruben ihn ehrenvoll. Der gottgeweihte Elias von Kalabrien. Elias war ein geborener Grieche und Abt des Klosters Melikia in Kalabrien in Süditalien. Während der Zeit des Ikonoklasmus im Osten flohen viele östliche Mönche nach Kalabrien mit Ikonen. Im Lauf der Zeit verbreitete sich das klösterliche Leben durch ganz Kalabrien. Die kalabrischen Mönche zeichneten sich aus durch ihre große Gelehrsamkeit und Strenge der Lebensführung. Zeitweilig gab es so viele orthodoxe Klöster und Mönche in Kalabrien, dass Kalabrien mit dem alten Ägypten zu vergleichen war. Später, im Laufe der Jahrhunderte, fiel das orthodoxe Kalabrien unter die Oberhoheit des Erzbistums von Ohrid. Der gottgeweihte Elias starb in Thessaloniki im Jahr 903. Der gottgeweihte Alimpi, der Ikonograph des Kiewer Höhenklosters. Alipi porträtierte die Bildnisse der Heiligen auf Holz und ahmte dabei ihre guten Werke in seiner Seele nach. Er heilte einen Mann vom Aussatz, sah einen Engel Gottes und schlief hochbetagt im Jahr 1114 in Frieden im Herrn. Lobeshymne. Der heilige Märtyrer Patroklos. Patroklos stand aufrecht vor dem Kaiser und verherrlichte furchtlos Christus, den Herrn. Der Kaiser fragte ihn, und Patroklos sagte, die Reichen sollen den Armen geben, ich bin reich und du, O Kaiser, bist arm. Um jenen Reichtum bitte mich, den ich besitze. Bin ich denn arm, der die Welt regiert, und reich bist du mit deinem verfluchten Glauben? Reich bin ich, wiederholte Patroklos.
Mein Reichtum verbrennt nicht im Feuer. Von Äon zu Äon besteht mein Reichtum. Im Himmel erwartet er mich. Was für ein Reichtum! Du bist in meiner Hand, schrie der Kaiser. Der Marter werde ich dich überliefern. Ihr übergebe ich mich, Kaiser, erwiderte Patroklos. Gott wird mir meine Leiden belohnen. Martere den Leib, dem Leib gebührt die Marter. Doch in die Hand des Herrn gebe ich meinen Geist. Frei ist der Geist des Christen, eines jeden christlichen Kämpfers. Mich erwarten Ruhm und Sieg, dich aber, o Kaiser, Schande und Unheil. Häufe rasch auf mich die Martern, so dass mein Kranz nicht schwindet, o Kaiser. Betrachtung: Der Herr lässt seine treuen Knechte nicht zu Schanden werden. Oft geschieht es, dass Christi Märtyrer, von ihren Richtern verspottet und verhöhnt, plötzlich ein Wunder vollbringen, das die Gottlosen in Schrecken versetzt. Götzenstatuen stürzen um, Blitze zerstören heidnische Tempel, unerwartete Regengüsse haben Feuer gelöscht, die man vorbereitet hatte, um die Märtyrer darin zu verbrennen, Steine und Stäbe kehrten um und schlugen die Henker selbst, und andere ähnliche Dinge sind geschehen. So wurde Antipater derjenige, der den heiligen Myron foltern ließ, während der Folterung dieses Mannes plötzlich wahnsinnig. Der heilige Olympios, der Ikonmaler, war schon nahe am Ende seines Lebens, als er den Auftrag erhielt, eine Ikone des Entschlafens der allheiligen Gottesgebären zu malen. Als sich das Fest nahte, kam derjenige, der den Auftrag erteilt hatte, mehrere Male zurück, um zu sehen, ob die Ikone fertig sei. Aber nicht einmal am Vorabend des Entschlafens, als sie in die Kirche gebracht werden sollte, war auch nur ein Anfang der Arbeit gemacht. Als dieser Mann verzweifelt nach Hause zurückkehrte, erschien plötzlich ein Jüngling in der Zelle des Olympios, setzte sich und begann an der Ikone zu arbeiten. Er arbeitete sehr schnell und mit großer Kunstfertigkeit. Als die Ikone fertig war, leuchtete sie wie die Sonne. Der Jüngling zeigte sie dem erstaunten Olympios und ging zur Kirche, für die sie bestellt worden war. Am folgenden Tag kam der Mann, der sie bestellt hatte, zur Kirche und sah voller Erstaunen die Ikone an ihrem Platz. Der Mann ging daraufhin ins Kloster und ging zusammen mit dem Abt in die Zelle des Olympios. Wie wurde diese Ikone gemalt? Und von wem? Fragte der Abt. Der kranke Olympios antwortete: Sie wurde von einem Engel gemalt, und er steht hier und wartet darauf, mich mitzunehmen. So sprach er und tat seinen letzten Atemzug. Zum Nachdenken. Lasst uns darüber nachdenken, wie Gott Saul wegen seines Ungehorsams bestrafte. 1. Samuel 15. Wie Gott Saul befahl, die Amalekiter nicht zu verschonen, noch ihr Vieh an sich zu nehmen. Wie Saul den König der Amalekiter verschonte und erlaubte, das beste Vieh mitzunehmen. Wie Samuel Saul sagte, dass Gott selbst ihn für diesen Ungehorsam und weil er eigenwillig Gott ohne Priesteropfer dargebracht hatte, verworfen habe. Homilie: Über das geistestragende göttliche Kind. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Jesaja 11, Vers 2. Der Heilige Geist ist weder vom Vater noch vom Sohn getrennt. Noch ist der Vater vom Sohn und vom Geist getrennt. Noch ist der Sohn vom Vater und vom Geist getrennt. Der Heilige Geist prophezeite durch die Propheten bezüglich des Sohnes. Der Heilige Geist nahm Wohnung in der heiligen Jungfrau und bereitete sie darauf vor, den Sohn Gottes zu tragen. Der Heilige Geist blieb ungetrennt vom Sohn, als sich dieser leiblich in der Welt befand. Der Geist der Weisheit, die Schau der himmlischen Mysterien. Der Geist der Einsicht, das Verständnis der Zusammenhänge zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Der Geist der Stärke, die Macht über die geschaffene Natur. Der Geist der Erkenntnis, das Wissen über das Wesen des Geschaffenen. Der Geist der Furcht des Herrn, die Anerkennung der göttlichen Macht über beide Welten und die Unterwerfung unter den Willen Gottes. Wer sonst unter den Menschen trug jemals diese Fülle des Reichtums, der Gaben des Heiligen Geistes in sich? Niemand, abgesehen vom Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist teilt
seine Gaben den Menschen zu. Gewisse Gaben den einen, andere den anderen. Doch die gesamte, ungeteilte Fülle seiner Gaben erstrahlt einzig im Sohn Gottes. Warum musste der Sohn Gottes die Furcht Gottes besitzen, da er doch selbst Gott ist? Nicht als Gott besaß er die Furcht Gottes, sondern als Mensch. Wie er fastete und wachte und sich als Mensch mühte, um die Menschen zu lehren, so besaß er die Furcht Gottes aus demselben Grund. Welches Heilmittel ist für die Menschen, die an der Sünde erkrankt sind, besser als die Furcht Gottes? Er, der Gesunde, hatte die Arzneien gegen die Sünde selbst zu nehmen, damit wir kranken Menschen dadurch ermutigt würden, sie unsererseits zu nehmen. Machen das Eltern nicht ebenso mit kranken Kindern, die Angst haben, die vorgeschriebene Arznei zu nehmen? O dreieiniger und ewiger Gott, vor dem sich alle himmlischen Scharen vereinigen und die herrliche Hymne singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Sebaoth. Empfange auch unsere Anbetung und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.